Neue Folge und auch eine neue Strecke, das Team, das kennen wir schon, aber immerhin und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Manicur habe ich ja schon oft irgendwo erwähnt und jetzt werden wir die Strecke auch mal sehen. Wir fahren anstelle von Giancarlo Fisichella im Benetton. Startaufstellung deswegen wieder ganz hinten und wir haben, oh, es regnet, aber die Strecke ist soweit halbwegs trocken. Das wird ja interessant werden. Können wir da eine abtrocknende Ideallinie erkennen? Schauen wir einfach mal. Ich habe wieder den Benetton genommen, weil ich die Strecke schon verdammt lange nicht mehr gefahren bin. Eigentlich wollte ich das Qualifying zeigen, aber da würden wir wohl ganz hinten landen, weil ich die Strecke, wie gesagt, schon lange nicht mehr gefahren bin. Aber dann schauen wir einfach mal. Es regnet schon leicht. Mal schauen, ob die Strecke auch wirklich nass wird. Na, Start. Mal schauen, wie viele Runden das überhaupt hier wären. Jetzt den Windschatten suchen. 14 Runden. Na, das ist ordentlich. Ich finde die Strecke einfach herrlich wegen den schnellen Kurven und vor allen Dingen auch der schnellen Richtungswechsel. Ja, klar. Kurven eben. Richtungswechsel. Aber das geht zackig auf zack, das kann ich euch schon mal sagen. Unser Teamkollege ist schon mal vor uns. Jetzt die lange Gerade, wo man gut überholen kann. Und jetzt vorne eine Haarnadelkurve. Da heißt es wieder früher bremsen, weil hier viele Autos aufeinander fahren. Da muss ich das Feld auch erst einmal etwas sortieren. Und jetzt geht es auch schon los mit den angesprochenen schnellen Passagen. Das war ja schon bei der ersten Kurve so. Aber jetzt geht es auch noch weiter. Achtung. Hier rum. Und weiter. Und ja, genug anbremsen. Hier kann man sich gerne mal verschätzen und dann eben im Kiesbett landen. Und jetzt das Ganze so ähnlich noch einmal. Es geht wieder rechts rein, aber diesmal etwas weiter. Nehme ich auch noch mit einem Höhenunterschied. Die Strecke ist einfach toll, muss ich sagen. Wir haben sie noch gar nicht komplett gesehen, aber ich kenne sie und ich finde sie einfach nur toll. Jetzt nochmal eine Schikane, recht langsam. Nochmal kurz beschleunigen und dann die scharfe Rechtskurve. Das ist eine Runde in Manicur, recht schnell, deswegen auch 14 Runden. Hat zwar viele Kurven, aber die sind recht schnell, ebenso auch wie diese erste Kurve hier. Na, den Prost Acer da vorne können wir auch noch bekommen. Der würde ja so in unserer Region liegen. Schauen wir erst einmal, dass wir hier noch etwas Windschatten schnuppern können. Ah. Wollte ich erstmal schauen, wo die da so anbremsen. Nicht, dass ich hier noch den Jaguar abräume. Jetzt wieder die schnellen Kurven. Nicht zu schnell über die Randstände fahren, ansonsten verlieren wir hier gut und gerne mal die Kontrolle über den Wagen. Dann bin ich zu weit rausgekommen, das Mist. Aber immer schön dranbleiben. Was ich euch auch noch nicht gesagt habe, wenn man hier zum Beispiel den Frontflügel verliert, bleiben die Teile oder eben auch ein Rad entsprechend nochmal liegen. Ups, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Die bleiben hier liegen und wenn man mit Geschwindigkeitsüberschuss dagegen fährt, dann kann man wirklich selbst ein Rad oder einen Frontflügel verlieren. Ja, auch das gibt es hier. Hatten wir zwar, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen, aber das gibt es. Könnt ihr mir glauben. So, jetzt hier halbwegs gut rauskommen, damit wir wieder Windschatten schnuppern können. Aber es ist eben schwierig, wenn man hier zu schnell fährt und dann eben auf den Abweiser bzw. ins Kies kommt, ja, dann kann es schon mal gut zum Dreher kommen, denn wir haben hier eben keine Auslaufzone. Es ist ja überwiegend mit Kiesbetten und Wiese. Das ganze Gedöns neben der Strecke, nicht nur asphaltiert. Und jetzt vor der Kurve könnte es schwierig werden. Nee, da stecke ich lieber zurück. Ansonsten gibt es hier einen Zusammenstoß. Nein. Okay, zu viel gewollt. Aber Wagen nochmal halbwegs abgefangen. Jetzt sind wir in. Deswegen kommt der Prost Acer nicht vorbei. Jetzt haben wir die Position verloren. Aber das war doch mal wieder eine schöne Demonstration, wie schnell es wirklich mit der Position enden kann. Ich glaube, die zwei hier vorne werden wir noch einbekommen. Vielleicht sogar den dritten da vorne. Schikane nicht zu spät bremsen. Ah, nicht die Kontrolle verlieren. Wow, das war wieder sehr eng.
Na, das müsste unser Teamkollege sein, der direkt vor uns fährt, oder? Könnte durchaus sein. Wir können ja gleich mal auf der Geraden gucken. Hoppa, nein. Oh, noch früh genug Geschwindigkeit rausgenommen. Ja, Jensen Button liegt vor uns. Dann wollen wir doch mal aufholen. Und da die sich ja vorne irgendwie bekabbeln, sollte das uns nochmal eine kleine Ecke leichter fallen. Jetzt sehen wir gleich nochmal unsere Bremsspuren. Achtung, links, da. Wo wir den Wagen nochmal abgefangen haben, hier bin ich wieder zu spät gewesen. Habe ich ja schon angesprochen. Da mal nicht aufgepasst, kann es auch sehr schnell geradeaus ins Kiesbett gehen. Nein, ich glaub's ja nicht. Wagen verloren und Rad ab, super. Rennen also vorbei. Mann. Okay, schade, das war nur ein kurzer Auftritt. Es regnet auf jeden Fall, unser Wagen rollt noch, ich kann ja mal bremsen. Und dann können wir mal schauen, wie die Streckenposten so arbeiten. Ich könnte jetzt zwar nochmal zurück in die Boxengasse fahren und die würden uns das Rad wieder draufschrauben, aber da sage ich mir, ist doch soweit Quatsch. Denn das Auto wäre auch in echt hin. Jetzt kommt die hier mit der Flagge raus und wedeln da vorne. Die Fans, ja, das sieht sehr speziell aus. Die kleinen, wirklich kantigen Pixel da vorne. Vor allem auch die Flagge, wie die wedelt. Aber hier kommt ein Streckenposten. Und jetzt verschwindet unser Fahrer aus dem Wagen. Und ich stehe da, Giancarlo Fisichella ist aus dem Rennen. Und solange hier wirklich abgeschleppt wird, haben wir hier auch diese Gelbphase. Da wird dann auch langsamer gefahren. Und das wäre auch wirklich mal gut für Codemasters. Wenn die nämlich Streckenposten hätten, die sich um sowas hier kümmern, dann wäre auch ein Safety Car berechtigt und es würde sich nicht nur auf 3 oder 2 Runden beziehen, wie es eben immer vorauszuberechnen ist, sondern es würde einfach so lange dauern, bis einfach die Gefahrenstelle wieder in Ordnung ist. Ja, Codemasters, nehmt euch das mal zu Herzen. Was werde ich denn jetzt noch die Folge machen? Ich würde sagen, wir fahren einfach noch ein Rennen, auch ohne Qualifying, damit wir diese Folge einfach noch voll bekommen. Aber ich wollte das euch gerade mal zeigen, wenn wir denn die Gelegenheit haben. Aber ihr seht, wie schwierig Manicur doch ist mit den schnellen Kurven. Und da kann man wirklich, wenn man auch die Strecke nicht lange, schon lange nicht mehr gefahren ist, schon mal abfliegen. Sind wir denn eigentlich schon fast da? Es dauert noch. Das wäre eben zum Beispiel so eine Stelle, wenn wir wirklich knapp neben der Strecke stehen würden. Dann würde es eben entsprechend dauern, bis der uns an die Seite geschoben hat. Und so lange dauert das einfach mit der Gelbphase. Oder auch zum Beispiel Ascari in Monza. Wenn wir da direkt neben der Strecke, also rechts davon, liegen würden, dann würde es eben auch recht lange dauern. Da könnte es wirklich mal sein, dass eine Safety-Car-Phase oder eben eine Gelbphase an der Stelle 2, 3, 4 Runden lang geht. Jetzt verschwindet er gleich, der Streckenposten, und wir werden hochgehoben. Der geht wieder an die Boxenmauer und wir sind weg vom Fenster und könnten uns jetzt noch ein wenig durch die Wagen schalten, wenn wir das denn wollten. Ja, könnten wir nämlich machen. Oh, wir sehen... Ach gut, das Visier. Aber wir sehen auch, an Teilen der Strecke hier zum Beispiel wird die schon langsam nass. Sowas aber auch. Aber wir wollen uns jetzt die mal nicht weiter angucken. Wir wollen auch ein Rennen erleben. Dazu brechen wir das einfach mal ab. Ich werde einfach später irgendwann nochmal Manicur fahren, dann hoffentlich einfach mal besser. Und weil ich schon Ascari und Monza angesprochen habe, werden wir auch dort mal starten. Und dann aber im Jordan. Haben wir auch schon gesehen bei diesem kleinen Teaser-Trailer von mir zum Grand Prix 4. Da bin ich ja auch die Gegend, ja die gerade vor der Parabolica gefahren und dann eben auch noch statt Ziel im richtigen Zweikampf. Jetzt zwar wieder recht weit hinten, aber naja, was soll's, dann können wir uns einfach nach vorne arbeiten. So, Leerlauf raus. Müssen wir wieder beim Start aufpassen. Es kann ja durchaus sein, dass wir zu früh starten. Und es geht los. Die Strecke hat sich ja an sich nicht weiter verändert. Von daher sollten wir die ja auch ganz gut kennen.
Bloß eben mit teilweise anderen Geschwindigkeiten? Nein. Okay, noch einmal. Also ich will einfach nochmal Renn-Action erleben, wenn ich jetzt wieder in die Boxengasse fahren würde. Dann hätten wir wieder nichts davon. Ich müsste wie in Hockenheim einfach mal quatschen. Aber habt ihr wieder gesehen, wie schnell es wirklich mit dem Frontflügel vorbei sein kann? Ja, da muss man sich wirklich umgewöhnen. Aber gut, jetzt mal wirklich Konzentration. Sonst hat die Folge wirklich Überlänge. So, der Start folgt gleich. Ja, habe ich etwas verschlafen. Ich kann hier eben nicht wie bei Codemasters auf dem Gas stehen bleiben. Boah, was macht er denn hier so langsam? Jetzt wäre ich beinahe wieder hin drauf gerasselt. Ich halte mich einfach mal zurück. Wir kennen ja die erste Schikane hier in Monza sehr, sehr langsam beim Start und vor allem auch sehr, sehr eng. Oh, schaut mal da auf den Bildschirm. Entschuldigung. Auf dem Bildschirm, da ist nicht nur unser Wagen zu sehen, sondern wirklich eine richtige TV-Übertragung. Sonst kennen wir das ja auch immer anders. Und wie angesprochen, die Strecke dürftet ihr auch sofort wiedererkennen, weil es hier einfach keine Veränderung gibt. Abgesehen eben von Kiesbetten oder dergleichen. Lesmo 1 und Lesmo 2 nicht wieder zu weit außen tragen lassen. Nach außen tragen lassen. Und da vorne greift gleich der Jaguar den Bennett an, aber ich glaube, wir haben einen im Heck hängen. Ja, sieht man gerade nicht, weil er direkt hinter uns fährt. Und wir da im Rückspiegel nur unser Heck sehen. Aber es staut sich wieder, weil die sich da vorne kabbeln. Und wir kommen hier wieder sehr gut raus. Da vorne wird auch wieder überholt, vor allem der BR. Zwei Richtungswechsel und der Jaguar hängt sich nach hinten dran. Der Bennett ist noch links neben uns. Aufgepasst. Ja, Jordan. Und ich habe ja angesprochen, die Szene aus dem Trailer, das ist wieder so ähnlich. Wir dürften jetzt aber den schnelleren Wagen haben. Gut, das hatten wir damals auch schon, aber gereicht hat es dann auch nicht wirklich. Hier ist diesmal kein Teamkollege, den ich irgendwie rammen könnte. Oder zumindest mal kurz andotzen. Und da haben wir also mal einen Platz gewonnen. Unser Teamkollege ist ja auch recht nah bei uns. Und da vorne greift der Jordan, ich glaube, einen Sauber an. Ja, Richtungswechsel, das sieht einfach toll aus. Zappa, jetzt hat er sich vertan. Die haben sich berührt und wir haben den Jaguar nochmal berührt. Und mich trägt es hier wirklich jedes Mal zu weit raus. Gut, ich muss eben auch sagen, ich habe hier nicht wirklich mein Setup eingestellt. Und die Lesmos, wenn man eben mit wenig Abtrieb fährt, dann hat man da wirklich den Nachteil. Aber ich möchte mich da jetzt einfach mal nicht weiter reinfetzen in die Setups, weil das würde zu lange dauern. Und so lange spielen wir das Spiel auch gar nicht. Ey, wir waren angeschoben. Ja, ich bekomme die schwarze Flagge, also eine kleine Strafe. Wir wurden angeschoben. Wir schauen uns das nochmal an. Gönne ich mir jetzt einfach mal wieder, weil wir haben gerade schwarze Flagge. Also hier angebremst und dann, die haben sich überholt. Eine Jaguar hat sich einfach verschätzt. Bitter für uns, bitter. Und hier war nochmal den Wagen verloren, weil wir auf dem Randstein aufgesetzt haben. Aber gut, dann geht's einfach mal weiter für uns. Schwarze Flagge, geh bitte weg. Oh, was? Nee, was ist denn hier los? Schießt er uns ab. Oh Mann, also so wollte ich die Folge nur nicht beenden. Ich kann ja mal das... Warum ist der uns jetzt hinten reingefahren? Sag mal, spinnt der? Was macht er denn? Das ist doch der Pedro, der uns schon abgeschossen hat. Der hat irgendwas gegen uns. Oh, oh, oh. Habt ihr gesehen? Der Prost Acer. Wo ist der denn so abgekommen? Wo ist der so abgekommen? Er hat sich wirklich vertan hier. Mal kurz angedotzt, Kontrolle verloren. Und dann der Jaguar rüber. Aber warum er hier so auf uns zuzieht, weiß ich nun auch nicht. Super, und wir direkt durch den Streckenposten. Aber gut, dann werde ich das Rennen ausnahmsweise mal nicht beenden. Ist meine Folge ohne einen Rennabschluss. Weil das wäre mir dann doch irgendwie zu lang. Und jetzt mal neu starten und dann ein kürzeres Rennen. Nee, sage ich mir einfach mal nee. Aber ich möchte euch jetzt mal zeigen, soweit ist es ja nicht bis zur Box, wie das denn ausschaut. Wenn wir jetzt wirklich zurückfahren würden, dann können wir wirklich weiterfahren, weil bloß das Rad fehlt.
Das habe ich ja im letzten Rennen in Manicur nicht so gemacht und die KI würde auch nicht mit nur drei Rädern in die Box fahren. Wäre ja auch soweit Quatsch, weil im Realismus einfach die Aufhängung beschädigt sein wird und das eben irreparabel. Jetzt tuckern wir mit 50 km/h entlang und unser Reifen vorne produziert mächtig Qualm, weil er eben teilweise aufkommt. Auf jeden Fall haben wir einen aufsetzenden Unterboden. Klar, hinten fehlt das Rad. Ach, was für ein tolles Folgenende aber auch. Jetzt die Rechtskurve kommt uns gerade gelegen. Dann tingelt der Wagen nicht so hin und her. Da kommen schon wieder die Ersten. Dann fahre ich immer wieder ein Stück weiter rüber. Hat schon was. Hat eindeutig was. Und wir haben mal die Kameraperspektive von hinten. Wie sieht das denn vom Fahrzeug aus? Ja, wackelt ganz schön. Die Temperatur, die kann auch steigen, wenn wir eben im Drehzahlbereich fahren würden. Seht ihr das? Und wenn wir das wirklich lang genug machen, dann kann uns der Motor hochgehen. Ja, das wird hier beachtet und gewissermaßen simuliert. Jetzt geht die Motortemperatur wieder runter. Und habt ihr gesehen, wir bekommen blaue Flaggen. Da auf dem Lenkrad leuchten die blauen Flaggen. Nein, der andere Reifen auch noch ab, oder wie? Ich glaub's ja nicht. Wie ist denn das jetzt passiert? Also das Rennen ist ja schon ganz schön kurios. Mit was für einem Affenzahn kommt er denn da in die Box gefahren? Und sieht er nicht, dass er gerade langsamer ist? Also die KI ist ja wirklich kein Vorzeigeobjekt in diesem Rennen. Ich finde die Wagen ohne Heckflügel sehen die auch sehr schick aus. Ah. Aber gut, haben wir das auch mal gesehen. Und wie wir jetzt hier wenden sollen? Oh, mit dem Wagen, der uns hier andotzt? Keine Ahnung. Ich probier's mal. So, Rückwärtsgang. Oh, hier wenden, das wird wohl nichts. Vor allem mit nur drei Rädern, aber der schiebt uns nur leicht an. Ich muss rückwärts fahren, dann könnte der uns wirklich rumdrehen. Na, warte mal. Okay, rangiere ich etwas. Aber ich wollte euch unbedingt noch zeigen, wie das aussieht, wenn wir jetzt noch in die Boxengasse fahren und die uns wirklich reparieren. Deswegen versuche ich das zu schaffen, auch wenn die Boxengasse verdammt eng ist und der uns immer wieder zurückschiebt. Ah, wir haben ein Stück geschafft. Das war ein wichtiger Schritt gerade eben. Mann, so ein Rumgehampel hier. Es sind sogar zwei Wagen hinter und jetzt sehe ich das. Da ist noch ein Sauber. Mal schauen, ob die jetzt den Heckflügel wechseln. Weil beim letzten Mal wurde das nicht gezeigt. Das müsste aber zu sehen sein. Komisch, liegt das daran, dass ich hier am Spiel etwas herumgedoktert habe? Nein, da kommen die wirklich mit dem Heckflügel an. Diesmal machen die das. Weil früher konnte man die einfach mit einem Klickverschluss abmontieren, die Heckflügel. Und so ging es dann auch wirklich weiter, auch wenn der Heckflügel mal beschädigt war. Okay, dann haben wir das also mal gesehen und die Folge endet einfach mal mitten in einem Rennen. Auch mal seltsam, aber warum nicht? Also, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder bei einer anderen Strecke und ich stelle dann wahrscheinlich einfach mal das Qualifying vor. Und bis dahin sage ich, macht's gut und ciao, tschüss.